Mein Name ist Peter Vogt. Ich bin Inhaber des privaten Instituts für Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung hier in Rostock. Und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit betrieblichem Gesundheitsmanagement. Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren ein Konzept entwickelt, das in diesem Bereich doch den Nerv, denke ich mal, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen trifft, weil es nämlich darum geht, dieses betriebliche Gesundheitsmanagement für diese Unternehmen aus einem Guss zu organisieren. Ja, und wir haben heute als eine der, ich sag mal, mit Veranstaltungen am Anfang organisierten Gesundheitstag, wo den Mitarbeitern die Möglichkeit geboten wurde, so alle möglichen Messungen und Tests, zum Beispiel im Blutdruck, Blutzuckerbestimmung. Wir haben ein EKG durchgeführt, wir haben Wirbelsäulen-Screening gemacht. Es wurden ein paar Schnupperkurse angeboten, ein paar Sachen, die richtig Spaß machen, wie Zumba oder Drums Alive, aber eben natürlich auch ganz wichtig die Problematik Rücken für die Fahrer, aber auch für die Büroarbeitskräfte. Und das sind alles Dinge, die die Mitarbeiter heute kennenlernen konnten. Das Thema Personal ist natürlich tagtäglich für uns ein ganz, ganz brandaktuelles Thema. Wir müssen einfach sehen, aufgrund der ganzen Altersstruktur, aufgrund der Demografie, dass die Leute müssen einfach länger arbeiten. Und wir versuchen ganz einfach, möglichst die Leute länger im Arbeitsprozess zu halten, sie fit zu halten. Und Ziel ist es im Endeffekt, dass wir einmal im Monat eine größere Aktion machen, unter anderem eben so einen Gesundheitstag. Das ist der erste Gesundheitstag, den wir machen. Und ich hoffe mal, das hat eine große Sogwirkung. Wir arbeiten schon sehr lange mit dem Topfit Sportstudio zusammen und auch mit der BKK VBU haben wir schon allerhand Aktionen gemacht. Und genauso heute auch wurden wir eingeladen als Partner für Hörtest und eben allgemeine Hörberatung, Hörvorsorge. Und gerade Kraftfahrer haben nun mal viel Lärm in ihrem beruflichen Alltag und sind eben deswegen auch, doch eher schwerhörig als jemand, der einen ruhigen Job hat. Und Kraftfahrer müssen alle 5 Jahre auch nachweisen, dass sie gut hören können. Von daher ist Hörvorsorge ein wichtiges Thema für uns. Natürlich sehen im Straßenverkehr, nichts ist wichtiger. Ne? Also dadurch sind wir hier natürlich sehr präsent und müssen auch präsent sein. Wir machen sehr viel in Richtung betriebliche Gesundheitsförderung. Wir haben schon einige große Referenzen, wie zum Beispiel die Lufthansa oder auch die Berliner Stadtentsorgung, wo wir schon sehr erfolgreich betriebliche Gesundheitsförderung durchgeführt haben. Herr Guske hat das Konzept zum 1. Dezember in seinem Unternehmen begonnen umzusetzen, beziehungsweise wir setzen es ja um. Herr Guske hat uns damit beauftragt. Und an der Stelle muss man tatsächlich mal auch das Engagement vom Unternehmen herausheben. Denn das ist gerade auch in der Branche noch nicht ganz so weit verbreitet. Und Herrn Guske ist halt tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass für seine Mitarbeiter, für seine Fahrer an der Stelle etwas getan wird. Ich hoffe, dass wir mit Unterstützung von Herrn Vogt das in den nächsten Monaten und Jahren wirklich zu einer festen Institution machen und auch anhand von Kennzahlen, die wir logischerweise auch dementsprechend aufstellen mit Ist-Zuständen, die jetzt momentan, einmal Beispiel die Krankheitsquote, dass es uns gelingt, eben, ich glaube, unsere bisher schon guten Zahlen noch weiter zu verbessern. Yeah.